Hallo, ich melde mich heute aus Thessaloniki. Genauer gesagt stehe ich hier auf einem Parkplatz hinter einer Tankstelle und durfte hier 2 Nächte übernachten. Das habe ich im Internet gefunden, dass man das hier machen kann. Das sind nur ein paar Kilometer von Thessaloniki Stadtzentrum entfernt, sodass ich von hier gestern gestartet bin und habe zu Fuß ein bisschen die Stadt erkundet. Ich werde heute weiterfahren. Also habe ich mir nicht alles anschauen können, was es hier gibt, aber ich denke, so die allerwichtigsten Sehenswürdigkeiten und das, was mich am meisten interessiert hat, das habe ich mir angeschaut. Ja, Thessaloniki ist eine Stadt, die wurde schon kurz nach der Zeit Alexanders des Großen gegründet, und zwar von seinem Nachfolger Kassander. Ja, der hat die Stadt Thessaloniki nach seiner Frau Thessalonike benannt. Das war eine Halbschwester Alexanders des Großen, auch eine Tochter von König Philipp. Und ja, seit der Stadtgründung ist die Stadt eigentlich ein wichtiges Handelszentrum, weil sie den Osten mit dem Westen verbindet. Das hat sich dann vor allem auch in römischer Zeit herauskristallisiert, denn Thessaloniki liegt genau auf dem Weg von Byzanz nach Rom. Schon in der Römischen Republik hat die Stadt Bedeutung erlangt, als es zum Römischen Bürgerkrieg am Ende der Republik kam, denn hierhin hat sich der republikanische Senat geflüchtet und Thessaloniki oder beziehungsweise das Stadtzentrum von Thessaloniki teilweise zum römischen Staatsgebiet erklärt, um hier Senatssitzungen abhalten zu können. Bereits zuvor hat auch Cicero während seiner Verbannung hier Zuflucht gefunden für einige Monate. Also die Stadt hat auch in der römischen Geschichte durchaus eine Bedeutung. In spätantiker Zeit ist sie dann von Kaiser Galerius zum Kaisersitz gemacht worden. Das heißt, er hat seine Regentschaft von hier aus ausgeübt. Und aus dieser Zeit sind auch noch einige Bauwerke, die auf Galerius zurückzuführen sind, erhalten. Ja, auch später blieb die Bedeutung der Stadt. Sie ist dann im 16. Jahrhundert ins Osmanische Reich übergegangen und dort auch bis zum Ersten Balkankrieg im Jahr 1912 verblieben und dann wieder zurück an Griechenland gefallen. Das heißt, was man hier so in der Stadt findet an Hinterlassenschaften, das stammt aus griechischer Zeit, aus frühchristlicher Zeit, aus römischer Zeit, aus byzantinischer Zeit und auch aus osmanischer Zeit. Das heißt, man kann hier einiges finden, wobei es 1917 einen großen Brand in der Stadt gab. Das heißt, dort ist dann auch vieles verloren gegangen. Ähnlich ist es mit der Stadtmauer gewesen. Die ist bis ins späte 19. Jahrhundert, also die antike byzantinische Stadtmauer, noch komplett erhalten gewesen. Dann jedoch für das weitere Wachstum der Stadt eingerissen worden, um Platz zu schaffen. Ja, Thessaloniki hat heute, wenn man die Stadt an sich rechnet, ich glaube um die 350.000 Einwohner, habe ich gelesen. Wenn man die Ballungszentren allerdings mitrechnet, und das muss man meiner Meinung nach, dann kommt man auf ungefähr 1 Million. Denn es macht absolut nicht den Eindruck einer Stadt mit 350.000 Einwohnern. Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Und mein Eindruck ist, dass sie ja sehr viele Kontraste bietet. Also hier so im Hafenviertel, in dem ich jetzt bin, findet man alle möglichen Läden von modernen Läden, die Schweißtechnik verkaufen, bis hin zu, ich habe gesehen, eine Schreinerei, die in so einem Wellblechverschlag gearbeitet hat und auf traditionelle Art Tische und Stühle hergestellt hat. Also man findet alles, sehr viele chinesische Handelsgesellschaften, die ja diesen ganzen Klimbim aus China verkaufen. Ja, dann findet man halt traditionelle Griechen, die ja oft noch sehr traditionell wirken auf mich, aber auch man findet auch sehr viele Moderne, insbesondere auch im Stadtzentrum habe ich viele Punkte getroffen, gesehen, wo sich
moderne griechische Jugendliche getroffen haben, wie man sie in Deutschland auch finden würde. Also eine Stadt mit vielen Kontrasten. Ist auf jeden Fall sehenswert, sich die mal anzuschauen. Ich bin zwar jetzt nur einen Tag hier, aber ich denke, wenn man jetzt keinen Hund dabei hätte und nicht den Druck, dass man irgendwie eine Behausung hat, wo man nicht duschen kann, dann kann man sicherlich hier auch ein paar Tage verbringen und sich die Stadt in Ruhe anschauen. Ja, ich habe meine Erkundung so ein bisschen zusammengeschnitten und die einzelnen Stationen folgen jetzt. Es war auf jeden Fall anstrengend, für mich, aber auch für Bobby, weil wir waren gut 7 Stunden in der Stadt unterwegs. Ja, aber ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Wir fahren dann gleich weiter, Richtung Süden. Ich wollte eigentlich noch weiter Richtung Osten, aber dort habe ich absolut keine akzeptablen Stellplätze gefunden. Deswegen geht es dann Richtung Athen weiter. So, ich befinde mich jetzt hier vor der Hagia Sophia, einer Kirche, die im 7. Jahrhundert erbaut wurde auf Fundamenten einer deutlich älteren Vorgängerkirche aus dem 4. Jahrhundert. Diese Kirche enthält Mosaike aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Die kann ich mir natürlich wie üblich nicht anschauen, weil ich ja Bobby dabei habe. Sie hat gilt so als Vorläufer der Kreuzkuppelkirchen. Im Hintergrund sieht man auch oben drauf die Kuppel, die ungefähr 10 Meter im Durchmesser hat. Die ganze Kirche hat etwa einen quadratischen Grundriss. Und da ja Thessaloniki irgendwann ins Osmanische Reich übergegangen ist, wurde sie im 16. Jahrhundert dann zur Moschee umgewandelt. Auf alten Fotos aus dem 19. Jahrhundert sieht man auch noch ein Minarett, was an diese Kirche angebaut wurde. Das ist aber inzwischen nicht mehr vorhanden. Im Jahr 1970 gab es ein 1917 gab es einen großen Brand in Thessaloniki. Dabei ist auch diese Kirche teilweise beschädigt worden. Ja, seit 1988 ist sie zusammen mit vielen anderen Bauwerken in Thessaloniki ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen worden. Und ja, ist halt heutzutage einer der beliebtesten oder bekanntesten touristischen Punkte in Thessaloniki. Ja, ich stehe jetzt hier vor dem Galeriusbogen, eines der spätrömischen Zeugnisse, die man hier besichtigen kann. Der Bogen ist natürlich erbaut von Kaiser Galerius. Zu dem Zeitpunkt, als er ihn gebaut hat, war er allerdings noch kein Kaiser, sondern nur Mitkaiser von Diokletian. Mit dem hat er zusammen in Armenien gegen die Perser gekämpft und sich dabei als sehr erfolgreich erwiesen, wodurch ihm gestattet wurde, hier in Thessaloniki diesen Bogen zu errichten. Auf den Reliefen, die man auf dem Bogen sieht, ist dieser Perserfeldzug dargestellt und daran, dass Diokletian in diesen Darstellungen als Hauptkaiser Erwähnung findet, kann man ablesen, dass dieser Bogen noch vor dem Jahr 305 fertiggestellt werden sein musste, denn erst ab diesem Jahr ist Galerius dann zu Diokletians Nachfolger geworden und war dann Hauptkaiser. Ja, er hat Thessaloniki dann zu seinem Regierungssitz gemacht und hat hier von 305 bis 311 geherrscht, beziehungsweise natürlich über das Römische Reich geherrscht, aber halt von hier aus. Ja, der Bogen hinter mir hat ursprünglich auf 4 Säulen gestanden, von denen sind jetzt noch 3 erhalten. Und durch den Bogen führte die Via Egnatia, das war die Hauptverkehrsstraße, die das Oströmische mit dem Weströmischen Reich verband. Jetzt hier vor der Galerius-Rotunde, auch Georgs-Rotunde genannt, nach einer dem heiligen Georg geweihten Kirche in der Nähe. Der Bau ist natürlich auch von Galerius errichtet worden, und zwar im Zusammenhang mit dem Galerius-Bogen, und war ursprünglich mit diesem durch eine Prachtstraße verbunden. Von dieser ist jedoch inzwischen nichts mehr erhalten. Interessant ist, dass dieser Rundbau, von dem man den ursprünglichen Zweck nicht kennt, möglich wäre,
eine ursprüngliche Nutzung als Tempel oder auch als Mausoleum. Dass dieser Bau seit 326 mit Unterbrechungen in der Zeit des Osmanischen Reiches als Kirche genutzt wird und somit heute als älteste Kirche weltweit gilt. Von dieser Nutzung als Moschee im Osmanischen Reich zeugt noch die hinter mir zu sehende Säule. Das sind die Reste des ursprünglichen Minaretts. Und da fehlt jetzt auch heute die oberste Turmspitze. Und Rückeroberung der Stadt und Wiedereingliederung ins griechische Gebiet ist auch hier dieser Bau wieder als Kirche genutzt worden. Das ist natürlich neben dem Galeriusbogen so die wichtigste Hinterlassenschaft aus römischer Zeit, die man hier findet. Auch hier wieder kein Eintritt vor. So, ich bin jetzt hier auf einem der wichtigsten Plätze Thessalonikis, dem sogenannten Aristotelesplatz. Gebaut wurde oder in der heutigen Form errichtet wurde er nach dem Großbrand Thessalonikis 1917. Betrachtet man ihn von oben, dann hat er grob die Form einer Flasche. Also im Hintergrund sieht man schon eins der gewölbten Gebäude, die das obere Ende des Platzes bilden zur Stadt hin. Und wenn ich mich jetzt mal drehe und zum unteren Ende gucke, dann sieht man, dass man dort direkt auf den Golf, auf den thermalischen Golf blickt. Also dieser Platz ist direkt an der Kaimauer gelegen. Ist sehr schön, umgeben von vor allem Hotel- und Geschäftsgebäuden mit Cafés und Sitzbänken und viel Trubel. Den Namen Aristotelesplatz kann man ablesen an der Aristoteles-Figur, die man da, wenn man genau hinschaut, jetzt hinter mir erkennen kann auf der anderen Seite des Platzes. Viel zu sagen gibt es sonst nicht dazu, aber das ist halt so einer der Punkte, die man als Reisender in Thessaloniki einmal besuchen soll. Hier stehe ich jetzt vor dem Wahrzeichen der Stadt Thessaloniki, dem sogenannten Weißen Turm. Der Turm bildete das östliche Ende der Seeverteidigungsmauer und stammt in seiner heutigen Form aus dem Osmanischen Reich und wurde etwa im 16. Jahrhundert gebaut. Es gab bereits einen Vorgängerbau aus byzantinischer Zeit, ebenfalls Teil der Befestigung der Seemauer, der jedoch im Osmanischen Reich dann durch diesen Bau hier ersetzt wurde. Ursprünglich gab es zwei Türme, also es gab einen identischen Turm am westlichen Ende der Seemauer, dieser ist jedoch nicht mehr erhalten. Der Turm selbst war nicht nur Teil der Befestigungsanlage, sondern wurde auch als Gefängnis genutzt. Im 19. Jahrhundert fand dort unter Mahmud II., unter dem Sultan Mahmud II., eine große Tötungsaktion unter den Gefangenen statt. Und nach dieser Aktion erhielt der Turm zunächst den Namen Roter Turm oder Blutiger Turm. Und erst nach der Rückeroberung Thessalonikis durch die Griechen im Ersten Balkankrieg 1912 wurde dieser Turm als Zeichen des Sieges weiß getüncht und erhielt zu dieser Zeit seinen noch heute gültigen Namen Weißer Turm. Von dieser weißen Farbe ist natürlich nichts mehr zu sehen oder nicht mehr viel zu sehen. Wie man sieht, ist er jetzt eher gräulich, aber der Name bleibt bestehen. Interessant auch zu wissen ist, dass dieser Turm Teil des Namensstreits mit dem nördlich von Griechenland gelegenen Mazedonien ist. Das ist ja in aktueller Zeit auch immer noch durch die Medien gegangen, dass Griechenland und Mazedonien um diesen Namen Mazedonien streiten. Und es ist wohl mal so gewesen, dass der Weiße Turm auf einer mazedonischen Banknote abgebildet wurde und das hat diesen Streit dann noch weiter verschärft. Ja, man kann ihn besichtigen heute, es gibt einen Treppenaufgang, man kann dann auch oben runter gucken, mag ich aber nicht. Ich gucke ihn mir von außen an, das genügt mir. Und jetzt gehe ich weiter am Hafen entlang, denn hier kann man sehr schön an der Kaimauer entlang gehen.
Ja, ich stehe jetzt hier am Aliseus-Turm. Das ist das nordöstliche Ende, obere Ende der Stadtmauer Thessalonikis. Im Hintergrund sieht man den Turm. Es war ein ganz schöner Aufstieg hier hoch, aber wie man im Hintergrund sieht, der Blick über die Stadt ist einfach atemberaubend. Von der ursprünglichen Stadtmauer, die 8 Kilometer lang war, existieren heute noch ungefähr 4 Kilometer. Die Stadtmauer in der heutigen Form stammt noch aus byzantinischer Zeit und wurde im späten 19. Jahrhundert, bis dahin war sie noch komplett erhalten, teilweise eingerissen, um Platz für Bebauung zu schaffen. Ja, der Aufstieg war, wie gesagt, ziemlich anstrengend. Ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen wegen Bobby, aber es hat sich für den Ausblick wirklich gelohnt. Und ja, man sieht jetzt hier so ein bisschen im Hintergrund die Stadtmauer hinabgehen. Ich gehe jetzt gleich in die Richtung weiter, an der Stadtmauer entlang und versuche wieder zurück zu meinem Stellplatz zu kommen. Ja, das war dann auch anstrengend genug. Ich habe nicht alles gesehen, was man hätte sehen können. Aber Bobby ist jetzt echt fertig und ich muss jetzt langsam zurück, um ihm seine Pause zu gönnen.